In der Schwangerschaft ist ja das Besondere, dass wir sehr eingeschränkt sind von der Schulmedizin. Und natürlich viele Beschwerden auftreten, die ja sonst nicht da sind. Es ist ja immer ein sehr, sehr kleiner, kompakter Bereich der Medizin. Und da sind Schüsslersalze wunderbar einzusetzen. Auch so, das ist mir persönlich zum Beispiel auch wichtig, dass ich bin beratend da. Ich sehe Schüsslersalze im Gesicht, die Frauen beschreiben mir Symptome und ich bespreche, welche Salze für sie gut sind. Aber sie können das auch nachher ganz autark machen. Das heißt, es ist eine selbstständige Therapie, auch nachher für die Patientinnen. Und sie können selbst sagen, ah, ich habe das und das, also ne, ist die Kombi gut. Und das ist das Schöne. Egal wer welche Symptome hat, wenn die Symptome gleich sind, habe ich immer dasselbe Salz. Egal ob ich Baby bin, ob ich schwanger bin, ob ich 70 Jahre alt bin. Und das macht für mich diese Therapie so wunderbar einfach. Ich arbeite sehr viel mit äußerlichen Anwendungen. Das heißt, mit Cremes, Schüsslersalze können im Bad aufgelöst werden. Das heißt, wir können die Kinder auch darin baden, damit eincremen, aber auch bei den Schwangeren. Die Geburt ist aber einer der urnatürlichsten Vorgänge. Und deswegen, wenn wir auch mit diesen natürlichen Naturheilkundemitteln unterstützen können, wie den Schüsslersalzen, dann können sie das wunderbar meistern, sind gut gestärkt, gehen gut in die Geburt und auch nachher die teilweise anstrengende Phase, je nach Kind, je nach Temperament des Kindes, auch mal durchwachte Nächte. Kinder sind von Beginn an, von der ersten Sekunde auch wieder sehr unterschiedlich, wo ich sie auch wieder, die einen werden geboren, haben die Augen auf, hallo, hier bin ich, was möchtest du? Die anderen sind erstmal, ach, lass mich in Ruhe, ich möchte gar nichts. Und auch da können wir wunderbar mit Schüsslersalzen unterstützen. Das ist das Schöne, dass sie keinerlei Nebenwirkungen haben, dass sie nur gut tun würden und der Körper auch ganz genau weiß, in welcher Weise er sie jetzt braucht und verwertet. Mir gefällt das darum, weil ich es besser finde, homöopathische Produkte zu nehmen, als die richtigen Medikamente aus der Apotheke oder verschreibungspflichtigen. Ich finde, wenn man es anders in den Griff kriegen kann, ist es immer besser, als die harten Sachen zu nehmen. Also das hat mir wirklich gut geholfen, die Schwangerschaft über. Auch mit Unruhe oder die verschiedenen Cremes habe ich ausprobiert. Der Tom, der durfte auch schon in den Genuss von Schüssler kommen. Der hat schon eine Creme bekommen. Mein Mann, der testet sich langsam ran. Das Schönste ist eigentlich, in der Naturheilkunde sind ja, die Affinität ist ja meistens eher von den Frauen auch da. Das ist natürlich auch erstmal mein Hauptklientel. Aber ich bin als Hebamme auch Familienbegleiterin. Das heißt, der Partner ist immer mit dabei. Und die sind ja erst, naja, lass die mal machen und wir gucken. Dann geht es den Frauen besser, ja, dann werden sie hellhöriger. Dann merken sie auch, die dreht sich nicht mehr 10-mal nachts rum. Na, und ich kann auch besser schlafen. Und dann kommen andere Sachen. Und dann kommen die auch so ran und finden das auch gut. Sag mal, kann ich nicht da noch was machen oder hast du nicht da was für?